Hallo Ladies und Gentlemen und willkommen bei der ersten Folge von XCOM Enemy Unknown. Hallo du kleines Fisch du da im Hintergrund. XCOM. Laut Steam habe ich es schon 11 Stunden gespielt. Also ich kenne das Spiel schon ein bisschen. Und ohne groß zu schnacken. Auf Einzelspieler, wir spielen auf... Was haben wir denn? Leicht für Spieler, die mit Taktik spielen oder XCOM noch keine Erfahrung haben. Für Spieler, die sich mit Taktikspielen auskennen, knifflig aber fair, klassisch. Eine extreme Herausforderung und unmöglich für Spieler, die gerne leiden. Wir spielen auf Normal. Und gehen in den Ladebildschirm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir allein im Universum oder nicht. Beide Vorstellungen sind beängstigend. Arthur C. Clarke. Commander, angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Na! Operation... Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Alles klar. Einsatz Storden. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Dum dum
Alles verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. So, das ist natürlich jetzt Tutorial, was wir hier spielen. Wähle mit der Maus eine markierte Position und rechte Maustaste, um diesen Soldaten zu bewegen. Ein Soldat kann sich bis zu zweimal pro Runde bewegen. Die Anzahl der verbleibenden Bewegungen wird in der Einheitenfahne des Soldaten angezeigt. Also diese zwei Pfeile. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Gut. Delta 2, jetzt du. Los, zu den Trümmern. Halte rechte Maustaste gedrückt, um alle Bewegungspositionen anzuzeigen. Mit der linken Maustaste wird der Bewegungsmodus verlassen. So, hier können wir sehen, wie weit wir gehen können. Aber wir sollen natürlich zu den Trümmern. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Gut, dann ab in die vollständige Delta Deckung. Zu dem Fahrzeug direkt voraus. Jetzt habe ich das gerade hier weggemacht. Wir sehen hier die Deckung. Dieses komische Schild, das zeigt uns an, dass hier Deckung ist. Wenn das Schild so wie jetzt halb gefüllt ist, dann haben wir hier halbe Deckung. Und wenn es so wie hier voll ist, dann haben wir volle Deckung. Kurz zur Erklärung. Hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger. Weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. Okay. Dann ab dafür. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. Also Beeilung. Jetzt müssen wir sporten. Und sporten heißt, wir können uns, wenn wir uns innerhalb dieses blauen Feldes bewegen, haben wir, wie gesagt, zwei Aktionspunkte. Wenn wir uns aber außerhalb des blauen Radius bewegen und in den gelben Radius übergehen, wo dann Sportet dahinter steht, dann verbraucht das direkt alle beide Aktionspunkte. Das heißt, wir können danach nicht nochmal eine Aktion durchführen. Gut. Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht! Zombies! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Valen, was sagt er? Er sagt... Hilfe! Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Ein Soldat kann über große Entfernungen sporten. Das verbraucht beide Bewegungen und beendet seinen Zug. Das habe ich gerade eben erklärt, mein Freund. Warum kann ich denn da bitte nicht hingehen? Was soll denn... Der Käse. Ach, das Spiel schreibt mir jetzt also vor, dass ich hier hingehen muss. Habe ich gedacht, ich kann jetzt selber agieren. Dann halt nicht. Und dann machen wir halt... Hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Okay. Sandra, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Erbitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Sehr schön, wie auf dem Schild in der Bushaltestelle gerade stand. Wir hatten Spaß, nicht? Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Welch Ironie.
Okay, Leute. Dann mal rein da. Okay. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Macht Delta ja überhaupt keinen Lärm. Die Tür ist im Weg. Weg damit. Weg damit! Verstanden. Bam! Mann, ich will die jetzt selber mal führen hier. Da steht wer. Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Das wird er nicht tun. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Sag ich doch. Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Hier soll ich hingehen? Alter, der hat eine Handgranate in der Hand. Mach das, du doch Fottküss. Oh Gott. Verdammt, was ist da los? Er hat ihn getroffen. Er ist ein Freund am Boden. Ich wusste es. Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden. Sandra, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Am Arsch bessere Deckung. Okay, wo wäre denn eine vernünftige Deckung? Ah, bis dahin müssen wir spurten. Ach doch, mir wird wohl angezeigt, wo ich hin muss. Nach hier. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. Drücke Eingabe, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu öffnen, oder klicke mit linke Maustaste auf die gewünschte Aktion. Probier es mal aus. Feuer. 84% Trefferchance, 60% kritisch. Verursacht bis zu 4 Schaden, ab damit. Bam, Headshot. Guter Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Okay, ab in Deckung. Hallo? Ah. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Verursacht 3 Schaden, damit töten wir den aber nicht. Granätchen! Boom! Bereit machen für ihren Gegenangriff. Oh doch, wir haben den wohl getötet. Vorsicht, Delta 4. Da kommt noch einer von hinten auf dich zu. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Mit Q und E die Kamera, Dwayne. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Dann mal ab dafür. 75%. Bam! Kritisch. Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Stützpunkt festlegen. Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Afrika können wir
nicht aussuchen. Also Europa oder Nordamerika. Europa. Expertenwissen, Labore und Werkstätten kosten 50% weniger bei Kauf und Unterhalt. Und Nordamerika. Alle Flugzeuge und ihre Bewaffnung kosten 50% weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhalt. Wir nehmen natürlich Europa. Verstanden. Wir kommen nach Hause. Wir vor allem. Hat nur einer überlebt, aber wir kommen nach Hause. Woraus bestehen Sie? Woraus auch immer, Sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Willkommen im XCOM-Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind, in der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Ja, dann ab mit uns in die Kaserne. Commander, zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Commander, der Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne. Okay. Raul Castillo. Nur ein Soldat des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Ja, das denke ich aber auch. Das Beförderungssymbol neben Fähigkeiten weist darauf hin, dass sich ein Soldat eine Beförderung verdient hat. Wähle Fähigkeiten, um diesen Soldaten zu befördern. Wie Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Ja, dann tun wir das doch mit neuer Ausbildung Raketenstart. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Na, das glaub ich nicht. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Na, ja, hetzt mich mal nicht so. Ich kann unter dem Stress nicht arbeiten. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Jupp, fang mal an. Wähle Waffenfragmente oder Alienmaterial, um mit den Forschungen zu beginnen. Alienmaterial. Diese Fragmente sind alles, was von den mächtigen Alienwaffen übrig geblieben ist, die wir gefunden haben. Weitere Forschungen könnten uns zu Fortschritten bei unserer eigenen Waffenentwicklung weiterhelfen. Oder die Aliens scheinen Material zu benutzen, das leichter und stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Eine erste flüchtige Untersuchung hat uns schon auf mehrere Ideen gebracht, wie wir die Panzerrüstung unserer Soldaten verbessern könnten. Aber dafür ist noch einiges an Forschung nötig. Ja, mach das mal. Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Alles klar. Es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Die guckt so traurig. Ab zur Einsatzleitung. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Entführungen gemeldet. Schauplätze anzeigen.
Okay, entweder in San Francisco, USA oder in Beijing. Belohnung 4 Wissenschaftler, Belohnung 200 Credits. Wir werden die 200 Credits nehmen, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch für das Zuschauen. Haut rein, Leute.